Ladies and Gentlemen, willkommen zurück. Welcome to the Freak Show. Öffne die Tür. Den Raum kennen wir sogar, ne? Irgendwie ja. Schon. Ja, genau, es ist der mit dem Wächter, ne? Vielleicht ist jetzt an Altersschwäche schon gestorben. Denke ich mal. Ja. Ich glaube, der ist verhungert, weil die haben ja eben gesagt, dass sie kein Essen mehr für ihn haben. Ja, guck. Das sind die vollen Gase von dem. Oder ist es einfach nur Dampf von seinem Essen, der gerade hochsteigt? Wird einfach auf jeden Fall eine Mikrowelle. Weil er es gerade erst warm gemacht hat. In der Mikrowelle. Schon geil, das Vieh. Ist der Wächter auch immer anders? Ja. Echt? Der Blaue sieht am geilsten aus. Warum? Sieht aus wie ein riesiger blauer Sidehopper. Nur mit drei Beinen statt mit zwei. Und mit so einer schwebenden Kugel unter seinem Körper. Ist auf jeden Fall geil. Oh shit. Ich glaube, du musst rausrennen. Ja, ich glaube auch. Voll süß. Das wusste ich gar nicht mehr. Was denn? Die sind echt unterschiedlich, die Wächter. Ja. Von Attacken her. What? The fuck? Okay, ich habe ja hier diese magische Attacke gelernt. Mal sehen, ob ich 5 Punkte schaffe in der Zeit. Ich muss ihn einfach nur treffen, wenn er am Leuchten ist. Ist doch voll einfach. Ja. Nein, genauso wie bei Resident Evil sind die Kämpfe nicht besonders spektakulär, Leute, aber was soll's? Das liegt am Gameplay. Kann ich ja schon mal casten. Bam! Tja. Ich schaue auf den 7 in der Zeit. Oh shit. Weniger Platz. Oh nein! Was geht denn jetzt? Trapper? Zombies. 5 Punkte. Sind das da 5 Zombies? Nein, 3. Toll, dass ich jetzt überhaupt keine Zeit habe zum Zombie. Oder doch. Oh, was? Alter, oh geil! Wie praktisch ist das denn bitte? Der ist cool gemacht. Vielleicht sollte ich einfach von ihm weggehen. Oh, ein bisschen Sanity kann auch nicht schaden. Jetzt müsste deine Sanity echt auf 0 gehen, wenn du den siehst. Ja. Nervige Beschwören. So, dann mache ich jetzt meinen 7 Punkt und dann müsste er dann auf fuck du doch schnell. Das ist ein geiler Sound. Oh, verdammt, ich kann nicht neu zaubern, weil die Runen dann noch rumliegen. Was ein Schmarrn. Nö, es hat ihn nicht getroffen, cool. Mach diese Druckwelle, die war viel besser. Hä, Druckwelle? Was meinst du? Du hast aber so einen Zauber gemacht, das war so eine Druckwelle, so eine Explosion. Nein. Doch. Nein. 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 Sag meine Mana. Ich mach einfach einen 5-Punkt. Mal sehen. Jawohl! Das ist der 5-Punkt-Zauber irgendwie besser, ne? Ja.
Ja, ich schätze mal. Nah dran sein. Ich hab den. Ja, der 7-Punkt hat zu lange gedauert und ich hab dann halt nicht mehr getroffen. Ja, da leuchte ich halt nur eine gewisse Zeit rum. Okay, scheinbar macht sowas unendlich, wenn ich in seiner Nähe stehe. Ah, dadurch kann ich meine Magie ein bisschen aufladen. Wenn ich jetzt anfange zu casten, müsste es aber eigentlich hinhauen. Jawohl! Ja, es ist doch ein schöner Bossfight. Well, damn! Die Musik. Oh. Was war das? Da hat auf mich drauf gehauen. Ist ja nicht sehr treffsicher, ne? Trifft mich nur, wenn ich stehen bleibe. Nur das Problem ist, ich muss sparsam mit meinem Rennen sein, weil sonst bin ich außer Puste und dann trifft er mich auf jeden Fall. Meinst du ja keinen Krabben als Attacke? Ich glaub schon. Was? Warum? Oh, komm. Danke. Jawohl. Spektakulös. Ja. Bäh. Uliof. Nee, war das schön, oder? Ja. Streckt seine Hände nach dem Artefakt aus. Aber als die zerstörerische Magie seine Hände berühren will, schreckt er zurück, umwickelt seine Hände mit einem Stück seiner Kleidung und nimmt das Artefakt vorsichtig von seinem Platz. Schlauer Bursche, ne? Ja. Ich hätte das aufgegessen. Ich hätte auf jeden Fall, bevor ich es anfasse, hätte ich es erstmal mit meiner Zunge probiert. Weil. Dann bist du fest, dann festgeklebt. Dann hätte ich halt gemerkt, ob es giftig ist und ob ich es deshalb anfassen kann oder nicht. Voll süß, wieder als Opi aussieht. Mhm. Boah, jetzt ein schönes Scotch, ne? Oh ja. Oder ein Tequila. Schaut, dass wir keinen hier haben. Ja. Und kein Chaser dazu. Apropos, muss man eigentlich mal wegtrinken, weil er ist offen. Nein, hallo, nur verbunden mit Dings. Hallo! Willst du jetzt Tequila trinken, oder was? Nicht. Echt? So von Plus. Ja, dann macht man einen Shot, klar. Oh, ich habe ein Glückspenny bekommen. Der steckte zwischen den Seiten. Wo ist denn das Gesiff? Sollen wir das irgendjemandem schenken? Ja. Ja. Meinst du, kriegen die noch alle heute? Ich bin selbst gerade ein bisschen ratlos. Help me, please help me.
Oh, sie wischt den Boden. Erstmal schreit sie Help. Sie kriegt das Blut nicht raus. Das ist schlecht. Wofür bezahle ich die eigentlich echt? Kellerschlüssel, yes. Meinst du, wir werden echt zu Alkoholikern? Ja, ich glaub schon. Kommt die Buffy Stage? Ich hoffe es zumindest. Nein. Nee, kommt noch nicht. Geil! Ja, cheers, ne? Cheers, bitch! Cheers, bitch! Kampai! Das geht nicht! Wir stoßen an und das Spiel geht aussehen. Also der ist 10-mal schlimmer als gestern. Oder? Ja. Oh Mann, ich frag mich warum. Also, wir haben eine Pumpgun gefunden. Mhm. Aber das Zeug geht voll klar, ne? Hier ist ein seltsamer Mechanismus. Oben ist irgendein Ding, was runter auf diesen Deckel zeigt. Noch ein bisschen Muni, eine Pumpi. Was ist das? Ah, oh, ein Sicherungskasten. Du musst schon deine Sicherung Nase reinstecken. Meinst du? Ja, versuch mal. Es brennt, ne? Ja, Mann, so hart. Licht ist an. Ah, jetzt ist dieser Raum, wo ich eben drin war, wo es zu dunkel war. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr euch überhaupt erinnern könnt. Ich ja. Jedenfalls ist da jetzt das Licht an. Man muss sich das auch echt alles merken, ne? Sonst kann man damit ja überhaupt nichts anfangen. Ich erinnere mich daran, als wäre es vor 4 Takes gewesen. Könnte ungefähr hinhauen. Wow. So ein Kapuzineräffchen. Oh, ist voll geil mit diesem Leder davor. Ja. Das ist eine Frauenhaut. Das gefällt mir aber nicht. Was? Das gefällt mir aber nicht. Ich dekoriere jetzt hier mal um. Okay, reicht nicht, aber ich habe keinen Bock hier weiter zu zaubern. Das war der Raum. Ja. So. Maximilian Roivers. Also seine Freunde sind jetzt seine Feinde. Nun ja. Optical Shot. Das kann schon mal passieren, ne? Hä, mehr nicht? Was zum Henker? Medizinschrank. Das war ein Spiegel. Meister des Hauses killen. Und da wird aber nicht mit uns gemacht hier. Der zwitschert ganz schön, ne? Hallo. Ja, sag ich nicht nein. Aber ein Bier hätte ich jetzt noch ganz gerne. Ja, ich auch. Ne? Das ist echt gut. Schade, dass wir kein Bier haben. Das ist echt eine Schande. Ey, Alter! Was denn? Ist dein Dienstmädchen oder was? Ja, du bist näher dran und ich müsste über dich hinwegklettern. Wenn du selber auch eins möchtest, dann kannst du mir einfach eins mitbringen. Das wäre ziemlich liebreizend von dir. Oh, Alter, jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Mach es, sonst pimmel ich dich. Ich pimmel dich. Ey, aber wie, nächste Woche ist der Kasten wieder leer, ne?
Könnte glatt passieren. Echt, trinkst du so viel Bier alleine? Ich trinke nie Bier allein. Und ab und zu mal ein einziges am Abend. Ja, jeden oder Abend. Zwei. Echt? Oder so auch mal drei. Ja, warum nicht? Ich trinke nie alleine. Trink jetzt das Bild wieder nochmal. Ich schon, aber ich sauf nicht alleine. Wow, das Feuerzeug ist der letzte Schrott. Hi, wie geht's? Ich baue es mal wieder zusammen. Save uns nochmal. Save us now. Pokémon Rot oder Grün war auch schön als Let's Play. Fire Red, Leaf Green? Ja. Könnte man tun, ja. Das ist cool, weil dann können wir den Pokémon lustige Namen geben und sowas. Wie geil, guck mal, was gelandet ist. Geil. Und das habe ich nochmal. Ja, guck mal. Ja, ich bin auf der Deckung. Endlich spielen wir als Alexis Großvater. Krampai. Das ist solch ein Kohlenkeil. Dass wir gestern einen ganzen Kasten gekillt haben und die Tequila reicht übel. Den halben. Andererseits, es bleibt uns noch übrig, wenn wir Videospiele spielen den ganzen Tag. Da müssen wir uns halt ordentlich annähern. Ja. Man muss sich ja irgendwie geistig stärken, um vernünftig spielen zu können. Hallo, das ist der linke Schulter, der rechte Schulter. Nee, der linke. So. Boah, Alter! Historische Aufzeichnungen. Bla 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 bla. Oh, da ist was zwischen. Oh, ein Minutenzeiger. Finde ich auch cool, dass man den spielt. Was ist nicht das Basti? Das ist auch so wirklich der Lappen, ne? Obwohl viel Sanity und Magie, aber sehr, sehr wenig HP. Ja, weil er schon alt ist, ne? Es geht, hier ist er noch nicht so alt. Er hat noch komplett schwarzes Haar. Schütz mir, er ist jetzt hier gerade so 40 oder so. Er ist in den besten Jahren, wie man sagen würde. Aber die besten Jahre sind die 30er, oder? Alter, wir gehen schon auf die 30 zu. Ist das nicht ekelhaft? Ist das nicht ekelhaft? Überleg mal, in 10 Jahren sitzen wir hier. Sind das echt die besten, die 30er? Nein, weiß ich nicht. Nee, mit, ich glaube, mit 25 nimmt die Potenz wieder ab. Was? Ja. So früh? Ja. Glaube ich nicht. Doch. Du kannst auch ganz viele Krits fressen, dass deine ganze Libido kaputt geht. Das heißt, du hast danach kein Verlangen mehr. Das ist echt praktisch. Ich glaube, ich mach das. Ja, klingt echt positiv. Sollen wir was machen? Sollen wir das nächste Mal ein Lakritz-Let's Play machen? Wir kaufen uns alles mögliche an Lakritz-Arten und essen die dabei. Und preisen nee, nicht alles Lakritz. Mögliche, nur dieses salzige Lakritz. Ja, ja, aber wir preisen jedes salzige Lakritz mit Namen dieses, an. Dieses, woraus Lakritzschnecken bestehen, das mag ich überhaupt nicht. Echt nicht? Nee. Ich mag das auch. Ich bin kein Fan. Ich mag alle Lakritz-Sorten. So, wie in diesem Matador-Mix. Oder ist das Matador-Mix? Ja. Der nur aus Lakritz. Ja, der ist geil, ne? Ja. Habt ihr hast du da welche? diese Afrikaner-Köpfe und Ratten und was es halt noch gibt, da, die sind voll lecker. Und diese Kapseln in Karo-Form. Ja, die sind geil. Die sind die allergeilsten. Sollen wir das nächste Mal bei Let's Play so einen Beutel holen? Ja, jeder zwei Beutel. Okay, mach mal. Und die dann innerhalb von einer Stunde so ungefähr konsumieren. Oder halt über einen Let's Play verteilen. Wir trinken die in einem Tequila mehr. Das können wir auch machen. Wie ihr hört, wir haben Geschmack. Obwohl es gibt voll viele Leute. Stimmt, weil ich glaube, Tequila ist auch gut, um die Potenz zu senken. Nein, aber es gibt verdammt viele Leute, die keine Lakritz mögen. Gar kein Lakritz? Mhm. Echt? Bin ich schon öfters begegnet solchen Leuten, ja. Noch mehr historische Aufzeichnungen. Prüfen. Whee! Stundenzeiger einer Uhr gefunden. So, wir machen aber jetzt auch einen Cut. Sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, klar. Das ist ein Waffenschrank. Was in diesem Waffenschrank ist. Ob er nicht verschlossen ist oder. Ach ja, hast schon gehört. Er ist verschlossen. Wir sagen und da drin ist ein Gewehr, das haben wir schon gesehen. Naja, tschüss. Abonniert, liked und bis später. Tschüss.